Hallo, liebe Bastelfreunde. Ich bin Jörg, ihr seid bei Jörg Bastelt und heute baue ich mit euch diesen Rudelchef-Bilderrahmen. Die Originalvorlage ist von Steve Good, aber was ich alles an der Vorlage verändert habe, dass es zu meinem Bilderrahmen wurde, das seht ihr in diesem Video. Viel Spaß! Fangen wir an mit der Holzauswahl. Der Originalbilderrahmen von Steve Good war einfach aus Sperrholz. Ich wollte jetzt für mein Projekt dieses Sperrholz nicht haben oder diese Sperrholzoptik nicht haben und habe mich dafür entschieden, hier mal wieder mich aus meinem Brennholzstapel zu bedienen. Ich habe das Glück, bei meiner letzten Brennholzlieferung war nicht nur einfaches Fichtenbrennholz dabei, sondern auch teilweise schönes Kiefernkernholz, das so ein bisschen rötlich schimmert. Und da kann man auch andere Sachen machen, als es einfach nur zu verbrennen. Und ich habe mir gedacht, ich schaue mal, ob ich aus diesen zwei Brennholzstücken hier mir zwei schöne Brettchen zusammenbauen kann, um dann den Bilderrahmen zu bauen. Das eine für die Grundplatte, das andere für den Rahmen. Was jetzt was wird, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall muss ich die Dinge jetzt erstmal zusägen, abrichten und verleimen. Und da gehen wir jetzt mal dran. Das ist ja jetzt einfach nur gespaltenes Holz. Das heißt, naturgemäß hat es keine wirklich plane Fläche und somit an der Kreissäge nicht wirklich gut zu bearbeiten. Das heißt, als erstes werde ich mir dieses gute Stück hier am Hobel bearbeiten. Das heißt, erstmal eine plane Fläche anhobeln und dann können wir an die Kreissäge gehen. Jetzt habe ich meine selbstgemachten Leimholzbrettchen. Hat sich das jetzt gelohnt, aus einem Stück Brennholz Leimholz zu machen? Kann man doch billig im Bauhaus kaufen oder im Baumarkt. Kann man. Aber ich habe jetzt mehrere Vorteile. Zum einen habe ich diese schöne Maserung einheitlich über das komplette Brett. Ich habe auch diesen leicht rötlichen Ton, den sieht man immer noch, auch wenn das Holz jetzt nochmal frisch geschnitten ist, sieht man diesen leicht rötlichen Ton immer noch, auch wenn man es in der Kamera oder im Video jetzt leider wahrscheinlich nicht so sieht von den Lichtverhältnissen, aber es ist noch so ein bisschen rötlich. Und was ich bei Baumarktholz auch immer habe, ich habe da mal ein Beispiel, vielleicht seht ihr es in der Kamera so ungefähr. Ich habe immer irgendwo Astlöcher drin. Ich habe hier zwar auch Flächen, die ich mir rausnehmen kann ohne Astlöcher, aber ich habe hier immer Flächen drin, die aus unterschiedlichen Holzstücken irgendwie zusammengeleimt sind. Da ist keine große Auswahl drin, da ist keine große Sorgfalt drin, wie diese Stücke zusammengestellt werden. Das heißt, es ist mir dem Zufall überlassen. Hier bei meinen Brettchen. Bei meinen Brettchen habe ich jetzt eine einheitliche Maserung über das komplette Brettchen und habe da jetzt einfach ein schöneres Leimholz.
Wer die Möglichkeit nicht hat, mit dem dicken Hobel zu arbeiten oder sonst irgendwie, kauft euch einfach das billige Baumarkthausen. Kauft euch einfach das billige Baumarktholz. Es geht auch, aber ja, ich finde die Brettchen jetzt schöner. Ich brauche die Brettchen jetzt allerdings noch in zwei Stärken. Das größere, das hobel ich mir jetzt auf 6 mm runter und das etwas kleinere, das brauche ich nur in 4 mm. Ja, meine beiden Brettchen, die habe ich jetzt. Jetzt kommen die Vorlagen drauf und dann kann ich sie auch schon aussägen. Ich habe mir die am Rechner erstellt bzw. aus den Vorlagen von Steve Good etwas abgewandelt. Ich zeige euch mal hier auf der einen Seite die Vorlage von Steve Good und auf der anderen Seite meine Version. Da werdet ihr sehen, meine Version ist ein bisschen runder, ein bisschen gefälliger, meiner Meinung nach zumindest. Ich fand die von Steve Good an der Stelle ein bisschen eckig, ein bisschen kantig, nicht ganz so schön, aber die Idee hat mir gefallen. Und natürlich habe ich noch einen deutschen Schriftzug dazu gepackt und habe auch noch diesen Namenszug von meinem Hund, von Rusty, mit dazu gepackt, den ich noch dazu noch zusätzlich aussägen werde und auch noch zusätzlich auf den Bilderrahmen kleben werde. Aber jetzt eins nach dem anderen, legen wir die Vorlagen auf und dann gehen wir zur Dekopiersäge. Jetzt habe ich alle Teile soweit ausgesägt und auch geschliffen und wie ihr gesehen habt, habe ich dieses kleine Schild hier, den kleinen Schriftzug, Rusty, den habe ich auch noch in einem schönen Holzton, in dem Fall Teakholz, also im Teakholzfarbton, gebeizt. Ja, einfach, dass der sich ein bisschen von dem Untergrund hier abhebt. Ja, sieht einfach schöner aus. Anders hat man den eigentlich kaum gesehen. Ja, jetzt kommt als nächstes hier dieser Rahmen drauf. Jetzt schaue ich aber erstmal von hinten, dass der auch gerade sitzt. Nicht, dass ich den Rahmen schief drauf klebe. Und markiere mir den jetzt hier innen rum, dass ich einfach nicht zu viel Leim auftrage. So. Jetzt kommt hier ringsrum etwas Leim drauf. War jetzt wahrscheinlich viel zu viel, den muss ich jetzt wieder ein bisschen verstreichen. So, und dann kleben wir diesen Rahmen hier rein. Wieder von der Rückseite schauen, dass er auch gerade sitzt.
einmal kräftig andrücken. Da jetzt hier keine große Last zu halten ist, spare ich mir das, den Rahmen groß zusammenzuzwingen. Aber was ganz wichtig ist, den überdrehenden Leim hier, den muss ich jetzt ein bisschen wegwischen. Ja, den Leim, den habe ich jetzt versucht, hier möglichst gründlich wegzuwischen, weil ich das Teil hier im Anschluss hier auch noch ölen möchte, sobald der Leim jetzt trocken ist. Und damit das Öl dann auch richtig hält und ich hier nicht irgendwelche Schattierungen vom Öl habe, habe ich jetzt den Leim richtig gut weggewischt. Ich habe hier noch so kleine Knöpfe, die habt ihr ja auch gesehen, dass ich die gesägt habe. Die sind jetzt leider überflüssig, habe ich mir die Mühe umsonst gemacht. Da ist mir eine andere Idee gekommen, wie ich das lösen könnte. Die waren ursprünglich dafür gedacht, die Rückwand von dem Bild dann nachher zu halten. Aber da habe ich eine andere Idee und das seht ihr dann gleich. Was ich auch noch gesägt habe, sind diese Knochen. Und wie ihr zwischendurch schon mal gesehen habt, die lassen sich hier einfach reinstecken. Die habe ich so knapp gesägt oder so passend gesägt, damit die nicht zu kleben brauchen, also dass ich dafür keinen Kleber brauche, sondern dass es einfach von alleine steht. Dann kann man, falls der Bedarf besteht, das Ding auch mal platzsparend wegräumen, weil diese Knochen hier unten, die Füße, einfach wegzunehmen sind und es trotzdem stabil genug steht. Ja, das Rasti, das muss jetzt hier auch noch drauf geklebt werden. Das mache ich jetzt auch noch gleich. Brauche ich auch nur ganz wenig Kleber, dass es nicht rausdrückt. Und einfach so freie Schnauze drauf. So, jetzt lassen wir erstmal wieder den Kleber trocknen. Der Leim ist jetzt einigermaßen trocken. Kommen wir mal zum Innenleben. Ich habe mir hier im Euroshop so einen billigen Rahmen besorgt, Format 10x15. Und diesen Aufsteller hinten, den habe ich schon abgemacht. Und davon verwende ich jetzt einfach nur das Glas. Den Rahmen hier, den brauche ich nicht. Das Glas, die Kamera spiegelt sich ein bisschen, also das Glas, das brauche ich. Das hat das Format, das jetzt hier reinpasst. Und das Papier brauche ich auch nicht. Und diese Rückwand, die möchte ich auch verwenden. Und zwar soll die ja auch hier hinten reinpassen. Ja, und an der Rückwand von dem Originalrahmen sind ja diese Haken dran, die sich normalerweise hier reinhaken. Also die hier in diese Rille von dem Rahmen sich eingehakt haben, um die Rückplatte ans Glas zu drücken. Das möchte ich wiederverwenden, aber dafür brauche ich hier jetzt in meinem Rahmen, noch die entsprechenden Schlitze. Die fräse ich mir jetzt einfach rein mit dem Dremel. Ja, das hat jetzt relativ gut funktioniert. Jetzt nehmen wir es wieder auseinander. Diese Teile brauche ich jetzt tatsächlich nicht. Ja, und jetzt sind wir schon so weit, dass wir den Rahmen ölen können. Ich nehme dafür wieder Leinölfirnis her. Ja, in diesen Rudelchef-Rahmen kommt jetzt natürlich auch ein Bild vom Rudelchef, unserem Rasti. Da habe ich das Bild extra 10x15 produzieren lassen und jetzt hat es Übergröße. Ah. Ja, das ist nun der fertige Bilderrahmen. Mir gefällt er ganz gut.
Unser Rasti macht sich da ganz gut drin. Ja, unser Rudelchef. Und ja, von der Originalvorlage habe ich jetzt doch einiges verändert. Was habe ich alles anders gemacht? Nun, ich habe anderes Holz genommen. Ich wollte nicht diese Sperrholzoptik haben, obwohl ich ansonsten ganz gerne mit Sperrholz arbeite. Für dieses Projekt wollte ich es nicht haben. Hat mir nicht gefallen. Deswegen habe ich mir aus Kiefernbrennholz dieses Leimholz selbst zusammengeleimt und habe daraus den Bilderrahmen gebaut. Ja, insgesamt habe ich ihn auch nicht ganz so rechteckig gemacht, sondern habe eher so ein bisschen geschwungene, ein bisschen rundere Formen genommen, habe einen anderen Schriftzug gewählt, also nicht nur einen anderen Schrifttyp, sondern auch einen anderen Text, ja, vor allem einen deutschen Text, fand ich an der Stelle passender. Ich habe diesen kleinen Rasti-Schriftzug hier dazugefügt und ich habe anstatt eine Acrylglasscheibe, habe ich hier eine richtige Glasscheibe genommen. Dafür habe ich diesen Bilderrahmen aus dem Euroshop ausgeschlachtet. Ja, ich fand Glas an der Stelle einfach besser. Ich mag für so Bilderrahmen Acryl nicht besonders. Das sieht zwar relativ schön aus, sieht im ersten Moment Glas zum Verwechseln ähnlich, aber wenn man dann mal eine Weile im Staub gewischt hat und naturgemäß staubt dann so ein Bilderrahmen auch mal zu, dann verkratzt es mit der Zeit immer mehr und der Preis ist eigentlich der gleiche. Ob ich jetzt so eine Acrylscheibe nehme oder so eine Glasscheibe, spielt keine Rolle. Ja, und auf der Rückseite, habt ihr ja auch gesehen, habe ich nicht diese Klötzchen genommen, die im Original drin waren, um so eine Rückplatte hier entsprechend aus Sperrholz hier festzuklemmen, sondern habe einfach die Originalrückseite von dem Bilderrahmen genommen mit den entsprechenden Klammern und habe entsprechend Schlitze gefräst, damit diese Klammern hier entsprechend reinpassen. Das ist also der kleine Bilderrahmen für unseren Rudelchef. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.